Der Club hat richtig geil gespielt im Heimspiel gegen Heidenheim. Trotzdem bleibt unter dem Strich nur ein 2:2 unentschieden. Der Club-Talk, wie immer, präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Im Hintergrund übrigens die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg. Die macht das Mannschaftsfoto für die kommende Saison. Und wir haben natürlich nachgefragt, wie die Jungs das Clubspiel gegen Heidenheim gesehen haben. Thomas Thiemer, der Chef der Traditionsmannschaft, steht bei mir. Tom, Mannschaftsfoto habt ihr gerade eben gehabt. Welche Stars hast du im Gepäck für eure kommende Saison? Boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben von Pavel Kuka über Wiesinger, Mintal, Galasek, Driller, Thiemer, Wiesinger, Statzenhofegger. Keine Ahnung, also so viel. Dann kommen die Jungen jetzt noch, Fabi Gerber, Dominik Reinhardt, Paulus. Ja, ich weiß nicht alles auswendig, aber auf jeden Fall stellen sie alle zur Verfügung, wenn ich rufe, und haben auch tolle Events und wieder super Hallenturniere. Sind jetzt dann in 2 Wochen, 3 Tage in Tirol mit Dortmund, mit Unterhaching, mit St. Pauli, und ja, es sind tolle Events und die Jungs sind alle gut drauf und macht richtig Spaß. Man hat so den Eindruck, ihr wächst von Jahr zu Jahr. Ja, absolut. Die Unterstützung vom Verein ist da, was natürlich vor ein paar Jahren noch nicht der Fall so war, und man sieht ja, wir sind top ausgestattet jetzt. Sind auch im Stadion jetzt vertreten mit vielen Spielern, was auch wichtig ist im VIP-Raum. Und kriegen jetzt auch Autogrammkarten, die ganzen Ex-Profis vom Club, weil wir halt, wenn wir Spiele haben, da auch vor teilweise 1.000, 2.000 Zuschauern spielen. Und es ist toll, die Unterstützung, und ich denke, wir werden dem auch gerecht. Hat man so den Eindruck, die Clubfamilie von den ehemaligen Spielern wächst dadurch auch noch mal besser zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja auch jetzt im NLZ, was wer vertreten ist aus der Traditionsmannschaft. Und ich denke, das ist wichtig für den Verein, erfahrene ehemalige drin zu haben, auch die, wo das, den Club gehen, im Herzen haben und sich untereinander verstehen. Und dann kann man auch mal 2 Meinungen haben. Aber am Ende ist man sich immer dann grün, und so muss sein eigentlich. Und da wird das wird die Zukunft sein vom 1. FC Nürnberg. Spannen wir mal den Bogen zum Heimspiel gegen Heidenheim. Wie viel Herz, wie viel Leidenschaft, wie viele tolle Szenen hast du da gesehen? Viele tolle Szenen, also sehr viel individuelle Klasse bei uns, im Gegensatz zu letztes Jahr. Ich finde, man hat sehr gute Transferpolitik gemacht. Die Jungs müssen sie natürlich noch finden, und ja, es ist halt unglücklich, wenn du dann zum Schluss dann 2 Punkte liegen lässt, aber es war super anzuschauen, also wirklich, also wie gesagt, individuelle Klasse, sehr gute Einzelspieler. Wenn sie die Jungs noch finden und dann auch ein bisschen Matchglück haben, dann werden wir mit Sicherheit um Aufstieg mitspielen, und ich wünsche das dem Verein auch. Warst du überrascht, sag ich mal, was du da gesehen hast? Man hat ja doch eine deutliche Steigerung gesehen jetzt mittlerweile von Spiel zu Spiel. Ja, es ist halt zweite Liga, und wir sind hier nicht Paris Saint-Germain oder Manchester City. Es muss wachsen, und wie gesagt, natürlich wünscht man sich das, und wenn wir jetzt einen Dreier geholt hätten, dann wäre wieder alles super, super, super. Aber das ist halt zweite Liga, und ich weiß noch damals, wo Felix Magath gekommen ist, wir haben, glaube ich, 8-1 gewonnen, haben eigentlich einen Scheißdreck zusammengespielt. Aber wir waren halt am ersten Tabellenplatz, und da ging es halt nur über den Kampf und haben auch natürlich schon individuelle Klasse auch gehabt, aber in erster Linie nur Fighten, 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 und die Jungs machen das sehr gut oben, und das, ich denke, dass das sich auf kurz oder lang einstellen wird und der 1. FC Nürnberg wieder dahin kommt, wo er hingehört, in die erste Liga. Helmut Rahner, wenn man dich so anredet, schaust wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Alu, dein Spitzname, warum eigentlich Alu? Ja, Alu ist eine lange Geschichte. Wir haben ja das Wetter, hat es mal 40 Grad hier gehabt vor Jahren. Da habe ich mit Schraubstollen gespielt. Ja, und das macht man scheinbar nicht. Und da habe ich meinen Spitznamen weg. Und jetzt setzt du deinen Spitznamen wieder in der Traditionsmannschaft ein? Ja, wenn ich mal Zeit habe. Ich bin ja auch immer gut unterwegs, spiele gerne mit. Macht immer Spaß, die ganzen Jungs alle zu treffen und danach über den Club diskutieren. Das mache ich schon gerne. Was diskutiert ihr aktuell über den Club? Gefällt euch die Entwicklung? Ja, wir haben jetzt noch nicht so lange gespielt. Das ist ein Umbruch. Man muss den Jungs auch Zeit geben. Wir hoffen mal, dass sie jetzt nach der Pause einfach mal einen Lauf kriegen und einfach jetzt dann mal das zeigen, was sie können. Also man muss den Jungs Zeit geben. Wird schon. Wie nah bist du noch dran? Wie verfolgst du die Spiele so grundsätzlich? Ja, ich schaue es mir entweder auf Sky an oder gehe mal live rein. Lese natürlich alles, bin in Nürnberg, bin drin. Und ja klar, bin da schon voll dabei. Welche Hoffnung hast du für diese Saison? Ja, wie gesagt, man muss jetzt reinkommen. Jetzt ist die Phase neue Spieler, alte Spieler. Jetzt muss man den Mix finden. Ja, wir haben jetzt so den 5., 6., 7. Spieltag. Irgendwann wird jetzt abgeliefert. Und ja, jetzt müssen die Jungs einfach mal abliefern. Vor der Saison gesagt so 3 bis 7. Ja, da erwarte ich sie.
Und jetzt muss man sich finden, jetzt muss man auch mal abliefern. Chico, hast dich schon ein bisschen damit abgefunden, dass wir jetzt nicht erste Bundesliga mehr spielen in der Saison? Ja, schade, ich habe mich abgefunden, aber das ist ja nicht das erste Mal, mache ich ja nicht das erste Mal mit. Ich weiß ja, was mit unserem Ruhmreichen so immer passiert, auf und ab. Aber ich habe mich abgefunden und ich muss sagen, ich bin ja schon mittlerweile jetzt eigentlich einen ganz guten Fußball. Die Sommerpause über, was da so passiert ist am Pfalzner Weiher, hat es dein Herz erfreut oder warst du erst einmal skeptisch? Ja, erst einmal ist natürlich für mich so viele Abgänge und da ich ja immer so nah an der Mannschaft bin, immer noch, wie früher halt auch, das tut dann schon immer weh, aber im Großen und Ganzen musste vielleicht einmal ein Umbruch stattfinden und bis jetzt, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Und die neuen Jungs, gibt es schon welche, die dich besonders ärgern? Naja, ärgern nicht, aber ich bin ja nicht mehr ganz so oft dabei, aber vielleicht im Spiel der eine oder andere, wo mir wegen ärgert, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zu zinkt, lauter gute Jungs. Hast du den Eindruck, dass da was Gutes zusammenwächst gerade? Ja, da wächst was zusammen. Also das haben wir jetzt ja gestern wieder gesehen. Am Anfang hat es alles ein bisschen, es ist holprig, es ist ganz normal, bis sie die alle wieder zusammenfinden und bis das alles klappt. Aber ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Hast du schon einen neuen Liebling für dich gefunden? Ja, Hack. Warum? Fabner ist ein klasse Fußballer, geht alles schnell und der gefällt mir. Ich habe ja schon ihm gesagt, du wirst sehen, in einem halben Jahr bist du Publikumliebling. Chico ist schon ein bisschen verliebt. Wie gefällt dir der Frei vorne drin, Neumann? Na, überragend. So einen haben wir braucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der, wo vorne die Belfen festmacht und allem. Also der ist ja ganz ist auch vom Charakter her ein sauberer Junge. Und der hat sich, ich habe ihn gefragt, wie er sich wohlfühlt in Nürnberg. Astrein, hat er gesagt. Also Nürnberg ist toll. Ja, du bist ja auch immer so ein Herzfaktor für unseren Club. Wie viel Herz war bis zur 80. Minute auf Ole Ole Stand und wie viel Trauer war dann hinten raus? Ja, Trauer kann man sagen, also das 2-0 oder so wie es bis dahin gespielt haben, das war ein Traum. Wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir sie hinten zu arg nahe verschanzt haben. Und naja, gut, darf man nicht aufgeben. Aber im Großen und Ganzen war es gut, aber ich war natürlich stocksauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem scheiß 2-2, ich habe gedacht, na, die 3 Punkte, die haben wir im Sack. Kannst du auf Volksfest, kannst du ein paar Seidler trinken, aber na, bin ich halt in die Schulfahrt gegangen. Trotzdem, was ist drin in dieser Saison? Ja, also unter die ersten 5 denke ich schon, dass wir sind. Ich will mit dem Aufstieg ist so eine Sache, aber ich glaube eher, dass wir ein bisschen ruhig bleiben sollen und nicht wieder alles überstürzen, eins nach dem anderen. Und vielleicht ist es besser, wenn wir dann wirklich in der nächsten Saison angreifen. Andi Wolf, dein letzter Stadionbesuch, das Heimspiel gegen Heidenheim. Wie viel Freude hast du dabei gesehen und wie enttäuscht warst du dann eventuell zumindest nur über das Ergebnis? Ja, man muss sagen, die Mannschaft hat es über weite Strecken sehr gut gemacht. Sie sind in die Zweikämpfe gekommen. Es war ein Fortschritt zu sehen, dass sie dann innerhalb von, ich sag mal, gefühlten 3-4 Minuten das Spiel dann außer Hand geben, ist natürlich enttäuschend und vor allem für die Jungs auch wahrscheinlich auch noch wie eine gefühlte Niederlage. Aber man sieht, dass da was vorangeht und aus meiner Sicht war es schon ordentlich. Es waren Szenen dabei, der ist mir fußballerisch das Herz aufgegangen. Hat man sich nicht belohnt mit dem 3. oder 4. Tor? War das der Fehler? Ob das der Fehler war, glaube ich nicht. Eher die Gegentore, dass man die besser verhindern hätte sollen. Da vielleicht einfach aufmerksamer gewesen hätte sein sollen in dem Moment. Aber ja, 2-2, leider aus der Sicht, war dann bitter. 70 Minuten lang hat die Mannschaft geoxt, gekämpft, hat jeden Ball nachgejagt. Ein Spiel, das aus meiner Sicht sehr kraftraubend wirkt. Hast du es ähnlich gesehen? Genau so ist es. Die Mannschaft hat 75 Minuten lang ist sie angelaufen und das ist natürlich kraftraubend. Und das hat man dann am Ende auch gesehen. Und ja, dass es dann nur ein Punkt geworden ist, ist natürlich nicht so schön. Aber da muss die Mannschaft jetzt dranbleiben, da weiter dran arbeiten. Es sah die 70 Minuten ganz gut aus. Und ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt da in diese Richtung weiterentwickelt. Ist das so ein Spiel, wo man trotz des blöden Ergebnisses, sage ich mal, was rausziehen kann, weil man es ja phasenweise richtig, richtig gut gemacht hat? Ja, natürlich. Die positiven Dinge überwiegen an dem Wochenende. Die haben es wirklich gut gemacht und da sollte man jetzt drauf aufbauen. Martin Driller,
Ein 2:2 gegen Heidenheim gilt es zu besprechen. Dein Fazit? Ja, ich glaube, es sind zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gewesen. In der ersten Halbzeit hat der Club nicht gut gespielt. Er war zwar die bessere Mannschaft, aber Heidenheim hat natürlich gar nichts gemacht. Die haben nur verteidigt und haben nur hinten drin gestanden, haben nach vorne gar nichts gemacht. Und da hat der Club dann einfach zu wenig gemacht in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit muss man ganz klar sagen, auch schon vor dem 2:0 war Heidenheim die bessere Mannschaft und hat auch zu Recht den Punkt hier mitgenommen. Die haben danach wieder das Fußballspielen eingestellt, warum auch immer. Und so muss der Club eigentlich zufrieden sein, dass sie hier einen Punkt geholt haben. Und Heidenheim ist damit glücklich nach Hause gefahren. 7 Punkte nach 5 Spielen. Für ein Zwischenfazit wahrscheinlich zu früh. Kommt die Länderspielpause trotzdem jetzt zur richtigen Zeit, dass man noch ein bisschen nacharbeiten kann? Ja, ich glaube, man sieht beim Club, dass da noch vieles nicht passt. In der Abstimmung, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob wir genug Qualität in der Mannschaft haben, um wirklich im oberen Drittel zu spielen. Im Moment sieht es nicht so aus, aber vielleicht ist jetzt 14 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel und da findet sich die Mannschaft noch ein bisschen. Man sieht natürlich auch, dass einige Spieler nicht fit sind, die einfach wahnsinnig spät zur Mannschaft gekommen sind, die die Vorbereitung nicht mitgemacht haben und das gilt natürlich jetzt aufzuholen. Frei, der neue Mann, wie gefällt er dir? Ja, man sieht natürlich, dass er fußballerisch stark ist, aber man sieht auch, dass er nicht fit ist, muss man ganz klar sagen. Er hat die Vorbereitung so gut wie gar nicht hier mitgemacht. Ich weiß nicht, was er beim anderen Verein an Vorbereitung mitgemacht hat. Der bläst halt nach 30 Minuten und das ist natürlich ein Problem. Und alle anderen Spieler, wie sagen wir, 4, 5 sind einfach nicht fit, das sieht man. Und ja, das ist natürlich etwas, was zum Schluss nach 70 Minuten fehlt. Abschließend noch, wie hast du die Gegentore gesehen? Waren sie verhinderbar vom Kollektiv? Viele sagen auch, der erste wäre zumindest haltbar gewesen. Ja, ich glaube, der erste war haltbar. Da muss er sich an die Nase fassen, unser Keeper. Aber das ist nun mal so. Er hat, glaube ich, auch im Moment nicht die beste Phase. Er ist ein bisschen angeschlagen, hat nicht das Selbstvertrauen, was er in der letzten Saison gehabt hatte. Und das fehlt ihm jetzt natürlich. Beim zweiten Tor kann er nichts machen. Das haben sie sehr gut rausgespielt. Und dann, von 12 Meter so ein Schuss ist unhaltbar, meiner Meinung nach. Aber den ersten muss er eigentlich halten, ja. Hätte er wahrscheinlich auch in der letzten Saison gehalten. Aber wir haben da trotzdem kein Problem. Nein, glaube ich nicht, aber man muss natürlich sehen, der Trainer muss jetzt mit ihm sprechen, muss ihn wieder stark machen, muss ihm Selbstvertrauen geben. Davon lebt ein Torwart und ohne Selbstvertrauen kann man auch gleich einen anderen reinstellen. Aber deswegen muss jetzt der Trainer da ein bisschen psychologisch mit ihm umgehen und ich glaube, das kriegen sie auch wieder hin und dann wird er auch wieder genauso halten wie im letzten Jahr. Soweit die Jungs von der Traditionsmannschaft. Wie Clubtrainer Damir Kanadi das Spiel gesehen hat, seht ihr jetzt genauso wie die Einschätzung von Abwehrmann Patrick Erras. Natürlich, das Ergebnis steht immer über allen, egal wie es dann ausgeht. Selbstkritisch natürlich auch für diese Situationen, wo wir dann auch die 2 Tore bekommen haben in sehr kurzer Zeit. In 3 Minuten haben wir dann das Spiel leider kippen lassen. Und auf der anderen Seite gebe ich Ihnen natürlich aber auch recht, dass wir eine sehr gute Leistung auf den Platz bekommen haben, dass wir in vielen Phasen des Spiels immer dominiert haben. Ob wir dann auch gegen den Ball oder mit dem Ball, haben wir sehr viele gute Aktionen gemacht. Und ja, deswegen waren wir alle enttäuscht, nicht nur ich, sondern auch das Team. Sie wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, speziell dann, wenn du eine gute Leistung abrufst. Und aber wir sind selbstkritisch, dass wir wissen auch, dass wir da in 2 Situationen doch verschlafen haben, bei Autoinwürfen 2 Tore zu bekommen. Tun weh. Es ist dann so, wenn du dann das erste Tor bekommst, das heißt ja noch lange nicht, dass du das Spiel dann zum Kippen bringst. Wir müssen dann cooler sein, wir müssen dann unsere Aktionen besser zu Ende spielen, auch den Konter. Wir haben mit Low Camp einen schnellen Spieler dann drinnen, auch mit Tove dann, das dann auszukontern, das 3-1 zu schießen, ruhig bleiben, nach vorne verteidigen, in unseren Prozessen einfach bleiben. Ja, und dann nicht vielleicht diese Angst und dann geht man in die Box immer weiter zurück, denkt, den Schritt zurück, dann kann ich das Gegentor vielleicht besser verteidigen. Es wäre genau das Gegenteil, den Schritt nach vorne machen und offensiv zu verteidigen, dann hätte man die Lösung gehabt. Es sind einige Dinge. Ich denke, jetzt heißt es einmal auch, die ersten 5 Spiele zu analysieren, mit dem Cup-Spiel, die Spieler, die neu gekommen sind, wirklich auch zu integrieren. Jetzt haben wir Zeit dafür, auch ein wenig mehr, auch konditionell etwas nachzulegen, auch mit den Spielern, die erst später zugekommen sind. Auch unsere Spielphilosophie weiter zu vermitteln, auch an den neuen Spieler. Die müssten ja quer einsteigen. Die haben ja dann fallweise auch nach 3 Trainingstagen gleich das nächste Spiel absolviert mit uns. Ja, und viele Dinge näher zu bringen dem Team. Gestern hat man einiges gesehen, wie wir es haben möchten. Da dran zu bleiben, es zu bestätigen. Und ich glaube, solche Leistungen werden, wenn wir es schaffen, im Spiel so aufzutreten wie gestern, dann wirst du auch belohnt, dann wirst du auch diese Spiele gewinnen. Wenn was möglich ist auf dem Markt, dann werden wir uns noch umschauen und man wird schauen, wer ist unzufrieden, wer möchte vielleicht noch woanders da hingehen oder spielen. Dann ist das auch so zu akzeptieren. Fußball ist kommen und gehen und
Das sind die Mechanismen und wir versuchen uns gut aufzustellen, ab 2. September dann auch die Mannschaft zu haben, die dann auch den Weg mit uns in der Saison gehen wird, wo es dann wenige Transfers noch geben wird. Ja, das ist so unser Fokus. Ich denke, wir haben gestern ein richtig gutes Spiel gemacht, aber natürlich ärgern wir uns, dass wir da nur einen Punkt mitgenommen haben, gerade nach der 2-0 Führung. Ja, müssen wir die 3 Punkte eigentlich mitnehmen. Ja, nein, damit sind wir schlauer, genau, aber es ist schwierig. Also es waren viele kleine Fehler, die wir dann in der kurzen Phase gemacht haben und die waren dann leider entscheidend. Die haben dann gnadenlos ausgenutzt und ja, es darf uns nicht passieren, da dürfen wir das Spiel nicht in den wenigen Minuten aus der Hand geben. Ja, allgemein geht es an unserem Spiel weiterzuarbeiten. Da haben wir jetzt 2 Wochen Zeit, noch ein Testspiel dazwischen und deswegen ja, ist es jetzt weiterarbeiten und nicht nachlassen. Ja, ganz bitter natürlich. Man reißt sich das ganze Spiel, sagen wir mal, den Arsch auf, blöd gesagt, aber und dann gibt man es in so kurzer Zeit wieder aus der Hand und deswegen ja, ärgern wir uns heute alle. Aber der Ärger sollte dann auch wieder verliegen und dann ja, in der Länderspielpause ein bisschen erholen, ein bisschen den Kopf freikriegen und dann auf Darmstadt zu konzentrieren.